Hallo und herzlich willkommen bei Crunchtime TV. Heute mit Julian Büchter nach dem Spiel gegen Amicia Rheine. Ja, Julian, wie war das Spiel gegen Amicia? Wie ist es gelaufen? Wie haben wir gespielt? Und sag mal ein paar Sätze dazu. Gewonnen haben wir 2-1. Erste Halbzeit sind wir nicht so gut reingekommen, leider. Rückstand geraten durch einen riesigen Fehlpass von mir. Zweite Halbzeit hat dann aber besser geklappt. Haben zwar die Chance nicht unbedingt alle verwertet, aber letztendlich hat es gereicht. Ja, sehr gut. Das war dann unser erster Sieg diese Saison. Das ist ja schon mal was, das erste Mal 3 Punkte mitnehmen. Nächste Woche geht es dann gegen Kinderhaus. Die sind ja ganz weit oben momentan. Wie stehen unsere Chancen? Was schätzt du ein? Was können wir da mitnehmen und erholen? Also wenn wir alles geben, können wir vielleicht 1 Punkt mitnehmen. Mit ganz, ganz viel Glück, vielleicht auch 3. Mal gucken. Aber ich hoffe, dass das was wird. Ja, sehr gut. Dann hoffen wir das auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche im Kinderhaus. Reingekommen leider. Rückstand geraten durch einen riesigen Fehlpass von mir. Zweite Halbzeit hat dann aber besser geklappt. 3 Punkte mitnehmen. Nächste Woche geht es dann gegen Kinderhaus. Die sind ja ganz weit oben momentan. Wie stehen unsere Chancen? Was schätzt du ein? Was können wir da mitnehmen und erholen? Also wenn wir alles geben, können wir vielleicht.